Ich werde Police Officer sein. Kommissar Rex, kommen Sie mal hoch hier. Na, komm mal hoch. Rex, heute jagen wir Verbrecher. Ja, okay. Gut. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Police Officer Patrol Officer Simulator. Mein Name ist Officer Koschinski. Und heute wird das Verbrechen gejagt. Verstehst du das? Lang ist es her, als die letzte Folge gab, nicht wahr? Und heute ist mal wieder soweit. Intro! Überruf! Alarm! Alarm! Junge, das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig! Halt, stopp! Polizei! Ich habe heute leider eine falsche Mütze dabei, aber die kann man hier... Kann man sehr gut knicken. Ja, wir wollen natürlich das Verbrechen weiterhin bekämpfen und im Zaum halten. Dazu brauchen wir natürlich bestimmte Hilfsmittel. Wo sind eigentlich meine Handschellen? Hör mal. Also, das Verbrechen wird eingecasht. Ne, Kiba, was sagst du? Gut. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, als ich hier gewesen bin, sag ich jetzt mal so. Ne? Ich erinnere mich, wir wollten eine Polizeistreife fahren. Wie ging denn hier was? Ach ja, hier die alte Kackbratze, die steht ja immer vorne, ne? So, aber was malst du da eigentlich auf deinen Zettel, du, oder was? Ist das eine Einkaufsliste, oder wie? I'm an officer of the law. So, hier ist mein Police Car. Wenn du es eilig hast, schalte das Blaulicht und das Martinshorn ein, um die Verkehrsteilnehmer auf den Polizeieinsatz Aufmerksamkeit zu machen. Setze deine Sirene ein, um Fahrzeuge vor dir anzuhalten. Geschwindigkeitsmessung. Du kannst die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs messen, indem du in dem fährst. Auf dem Weg findest du heraus, wie schnell ein Fahrzeug ist und erkennst Bus. Wenn ich ein bisschen dränge, fährt er vielleicht zu schnell. Zack. Anhalten. Stopp, 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 stopp. Was? Der ist doch eben viel zu schnell geeiert. So, mein Freund. Ne? Dann schreiben wir erstmal aus. Ah, da ist er ja. Und wenn er nicht hört. Fahrzeugschein und Papiere, bitte. Geschwindigkeit. Ich halte Sie an, weil Sie die erlaubte Geschwindigkeit überschritten haben. So. Nein, Officer. Ich war ganz sicher nicht zu schnell. Alles gut. Einen schönen Tag. Bye, have a great time. So, Blinker links, Blinker rechts, Handbremse, Lenkrad. Fahr doch los, du Vollidiot. Hallo, gib doch mal Gummi. Hallo, hallo, hallo. Wir brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Ja. Sie sind nahe der Stelle, an der die verdächtige Person gesichtet wurde. Halten Sie die Augen offen. Na klar, sind. Oh. Ich fahre zu schnell. Wie, ich fahre zu schnell? So, Abfahrt. Trinken in der Öffentlichkeit. Du hast gerade eine Person dabei beobachtet, wie sie in der Öffentlichkeit Alkohol trank. Entscheide, ob du dieser Person einen Strafzettel ausstellen oder es bei einer mündlichen Verwarnung belassen möchtest. Also sowas hier. Einfach während der Arbeit oder unterwegs Alkohol trinken. Wo kommen wir denn da hin? Schnell wieder weg damit. Wir hätten hier gesoffen. Hallo? Jetzt stehe ich hier auf der Kreuzung, mega peinlich. Ich fahre lieber schnell weg, bevor das einer mitbekommt. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen, wo war die Person denn? Wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gesehen da mit der Pulle. Außerdem ein Bier ist kein Bier, sage ich immer. Was ist jetzt, wenn ich sage, ich habe Blaulicht, ich habe einen Einsatz? Oh, da müssen wir aber rüber. Wie, minus zwei? Sirene ohne Grund? Na, wenn ich sage, ich habe einen Grund, dann habe ich ja wohl einen Grund. Das Auto hat Unterbodenbeleuchtung. Du kannst die Winkerkelle benutzen und wenn du sie dabei hast, während des Fahrzeugs kannst du... Okay. Wo ist sie? Wo ist er? Hier ist doch gar keine Unterbodenbeleuchtung, du. Wer hat das denn? Hä, wollen die mich verkackeiern oder wie? Muss ich hier wieder warten. Moin. Ich bin auf Streife heute. Koschinski mein Name, ne? Ich hoffe, hier ist alles Roger in Kambodscha. Jetzt muss ich dich hier durchlassen, ne? Wo ist denn hier meine Hupe? Super Hupen. Ah, das war die Hupe. Mal, ich komme da gar nicht hin. Wo ist denn da das Loch? Ich kann da gar nicht hinfahren, wo ich hin soll. Ich entferne mich ja nun noch weiter. Guck mal da oben. 4 Meter, 100, ganz viel. So, wir schummeln jetzt hier natürlich wieder durch, weil wir sind die Police. Officer of the law. Of the law. So, der schneiden wir den Weg ab. Ach komm, ich bin doch nicht über eine rote Ampel gefahren, sag mal, habt ihr die Pfanne heiß oder was? Ja. Boah. So, jetzt kommen wir der Sache aber näher, oder nicht? Wir fahren extra ein bisschen langsamer, weil wir Eindruck schinden wollen. Jetzt ist sie weg, jetzt ist die Person weg. Ich krieg einen Cock in den Arsch. Wie sind der Verdächtige jetzt abgeflüchtet? Unfall! Oh, weia. Wie machen wir das jetzt? Als ob das Ding auch direkt anfängt zu rauchen, Alter. Ich fahr doch keinen Panzer, sag mal. Jetzt steck ich ihn rein, verstehst du? Junge.
Ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich ehrlich. So, neue Schichten verfügbar. Machen wir nochmal Auto bei Nacht, oder was? Tagsüber hat jetzt nicht so geklappt. Was ist eigentlich, wenn ich draußen auf Leute schieße, so ganz willkürlich? So. Jetzt. So, was gibt's denn heute zu tun? Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Sag mal. Alarm! Alarm! Da habe ich ja wohl einen Grund. Raus aus dem Auto. Oh, weia. So, was war das denn hier? Was ist denn mit deinem Auto kaputt oder was? Raus aus der Nummer. Jetzt halt da an, du Affendings, Geburt oder was? Raus hier! Sag mal. Ja? Oh, drei Straßen weiter ist jemand umgefallen. Oh, eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Ah ja, gut, kümmern wir uns darum. Jetzt schnell weg hier aus der Nummer. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts. Nach oben und nach unten. Na, 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 na. Ehre in den A. Ah, stopp. Defektes Licht und Unterbodenbeleuchtung. Das ist illegal und strafbar und die haben bestimmt wieder Marihuana dabei. Sie rede ohne Grund, Junge. Ich hab immer einen Grund. Sag mal. Sag mal, der fährt einfach weiter. Der fährt einfach weiter. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hab die Kelle raus. Aha. Ich fahre zu schnell, Junge. Ich fahre Kullertempo hier. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ha? Junge Frau. Ich habe Sie angehalten, weil die Scheinwerfer an Ihrem Fahrzeug nicht funktionieren. Wirklich? Das kann nicht sein. Da sitzt du draußen oder was? Kannst du die Lampen sehen? Ich sehe das doch. Ohne Einsicht, ohne mich, sag ich immer. So, und ein Strafzettel. Ich werde Ihnen einen Strafzettel in Höhe von $150 wegen Fahrens mit defektem Scheinwerfer ausstellen. Warum ist das so teuer? Das Fahren mit Unterbodenbeleuchtung ist ein Verkehrsverstoß. Ich belege Sie mit einem $200 Bußgeld wegen Fahrens eines Fahrzeugs mit Unterbodenbeleuchtung. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Plus 35. Rechtmäßig das Fahrzeug angehalten. Rechtmäßig aus folgendem Grund festgehalten. Rechtmäßig Strafzettel für Fahren. Erklärung einer Situation erforderlich. Ich bin Rapido am Start. Nimm einen leichten Unfall auf. To the Snoot. Oh, to the Snoot. Ich fahr einfach. Sag mal. Sag mal, brennt hier die Hütte oder was? Ist der jetzt angehalten oder was? Alarm! Alarm! Ansprechen, sag mal, hast du dir mal dein Auto angehört, Alter? Die Auspuffgeschwindigkeit, Lautstärke hier oder was? Sie werden wegen Führens eines Fahrzeugs mit rauchendem Auspuff festgehalten. So, Strafzettel. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen rauchenden Auspuffs ausstellen. Das macht dann zwischen $300 and $400. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Führens eines übermäßig lauten Fahrzeugs ausstellen. Genau! Ach, kommen Sie schon. Und Ihre Versicherungsmann. Da ist schon der nächste Laute. Abgelaufen. 2019. Guck mal da oben. Da steht 2020. Auch das noch. Strafzettel. Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. So, jetzt will ich aber die Punkte. 45. Guck sie an. Ja, alles richtig hier. Alter, das gibt so XP am Ende. Ich hab's eilig. Da ist jemand gecrashed. Oh, hoppala. So, was ist hier denn los? Hallo. Ich halte Sie wegen unerlaubter Straßenüberquerung fest. Da muss ich Ihnen widersprechen, Officer. Die Ampel war grün für Fußgänger. So ein Blödsinn. Wir fahren hier drei Autos fast in die Hacken. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen unerlaubter Straßenüberquerung. Warum ist das so teuer? Wenn du bar bezahlst, brauchst du mir nur ein 20 geben und vergessen die... Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hier fährt niemand. Es hat zu lange gedauert, Officer. Wir senden eine andere Einheit. Ey, ich bestrafe hier Leute. Aha. Hallo? Der fährt auch noch über Rot. Ich fahre über eine rote Ampel, weil der über Rot fährt. Und jetzt fahr hier rechts ran, du Kick. Was war das denn? Ich muss Sie festhalten, weil Ihr Fahrzeug zu viel Qualm ausstößt. So, und nicht nur das. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen Fahrens mit rauchendem Auspuff. Da freut sich auch dann die Chefin. Das macht $300 bis $400. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann verkauf deine scheiß Drostenlaube hier. Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Strafzettel? Alter, in Deutschland verlierst du teilweise deinen Lappen dafür, du. Alles gut. Einen schönen Tag. Alter, ich bin aber auch richtig gut dabei hier. Alles rechtmäßig. Ich bin das Gesetz. Was ist eigentlich, wenn ich hier Leute mit einer Waffe bedrohe? Finden die das dann blöd? Polizei, sofort stehen bleiben!
Oh, ah, das war jetzt nicht so smart von mir. Es gibt doch viele Augenzeugen hier. Schnell weg. Ich habe einen Fußgänger bedroht, ne? Oh, hoppala, falsche Taste. Mama mia, mama mia, mama mia. Hyper, hyper, Ehre in mein Arsch. Steht denn hier eigentlich ein Auto auf dem Gehweg, sag mal? Was ist denn das? Wieso talkst du mit mir? Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja, genau. Halteverbot. Ich wusste es doch. Er wird jetzt abgeschleppt hier, der Bengel. So, und dann weg damit, ne? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Junge, da ist das Auto schon wieder weg. Sag mal, oh. Ich habe mein Gebiet verlassen. Ich muss zurück, sonst werde ich entlassen. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Mir reicht's. Dreckspiel da!